Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Heute werden wir mal einen kleinen Produkttest machen, denn ich habe vor kurzem auf Facebook gesehen, dass die Ofenseite.com einen Tester sucht für den Luftleiter X. Daraufhin habe ich mich beworben. Kurze Zeit später habe ich Bescheid bekommen, dass ich das Gerät testen darf. Hier steht es jetzt vor mir im Karton. Das werden wir jetzt auspacken, ausführlich testen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Zuerst einmal werden wir jetzt unser Paket öffnen. Dazu nehme ich wie immer hier so ein Messerchen und dann schneiden wir es erstmal auf. Dann machen wir es auf. Und wie man auf den ersten Blick sieht, ist es schon mal sicher verpackt, denn hier ist genug Füllmaterial vorhanden, dass unser Luftleiter, der hier zum Vorschein kommt, gar nicht erst durch die Gegend fliegen kann. Aber den holen wir jetzt raus. Darum geht es nämlich. Hier steht das gute Stück. Von der Verpackung her sieht das schon mal richtig wertig aus. Aber jetzt gucken wir rein und gucken erstmal, was ist alles dabei. Dazu können wir hier so einen Pappschuber abmachen. Das heißt, hier haben wir einmal sogar die Beschreibung hinten drauf. Was kann er, was kann er nicht. Dann haben wir hier nochmal die Kiste, wo das eigentliche Gerät drin ist. Und schwupp, da kommt das Gerät zum Vorschein. Auch das, finde ich, ist wirklich sehr gut verpackt hier mit diesem Pappschuber. Dann haben wir hier als erstes, ja, Warnung. Dann die Bedienungsanleitung. Dann nochmal eine Schnellstartinformation. Aber wir gucken jetzt erstmal, wie der Lieferumfang ist. Da haben wir als erstes einmal den Luftleiter selber. Dann im nächsten Gang haben wir hier den Akku für den Luftleiter. Denn das Besondere an dem Luftleiter X, der ist Akku betrieben. Somit können wir den Luftleiter auch nutzen an Ecken, wo wir jetzt keinen Strom haben, aber zum Beispiel einen Keramikgrill starten wollen oder ein Lagerfeuer soll man auch damit ohne Probleme ankriegen. Aber das gucken wir uns später an. Jetzt gucken wir, was ist noch dabei. Und damit wir unseren Akku vollkriegen, braucht man natürlich auch noch eine Ladestation. Auch die ist dabei. Das heißt, den können wir uns schön irgendwo feste hinstellen, einstecken und später brauchen wir unseren Luftleiter nur da drauf stellen. Jetzt gucken wir uns hier mal so ein paar Eckdaten von dem Gerät an. Da haben wir einmal, wie gesagt, den Akku. Das ist ein 36 Volt Lithium-Ionen-Akku, hat 2000 mA. Dann schafft dieser Akku, das Gerät aufzuheizen, bis zu 650 Grad. Die Ladezeit von dem Akku soll nur 2 Stunden dauern. Damit wäre er dann einmal richtig voll und wir können ihn laut dieser Bedienungsanleitung hier dann 15 Mal nutzen. Das werden wir aber genau testen und auch, ob die Ladezeit stimmt. Dann nächstes wichtige Gimmick, was ich toll finde, ist bei diesem Luftleiter, dass wir hier vorne diesen Hitzeschild tauschen können. Denn wer einen Luftleiter hat und den schon öfters genutzt hat, wenn man mal nicht aufpasst, bleibt zu lange vorne an der Flamme, dann kann einem das hier oben alles verschröggeln, kaputt gehen und abnutzen, weil das Ding wird dann natürlich auch heiß. Den gibt es nachzukaufen, das heißt, den können wir dann einmal tauschen. Das ging bei dem alten zum Beispiel auch nicht. Aber jetzt werden wir ihn zusammensetzen. Dazu nehme ich mir mal den Akku, setze den schon mal ein. So, das war alles. So in der Hand vom Gewicht her liegt er gut. Selbst mit Akku kann man den noch gut halten, auch wenn man so steht und alles. Also nicht, dass das jetzt so ein Klotz ist, der einen hinten runterzieht. Das hat er nicht. Dann will ich mal gucken. Ja, das passt sogar richtig gut. Der ist komplett entladen. Das heißt, wir werden jetzt die erste Ladung vornehmen und gucken, dauert es auch wirklich 2 Stunden. Dann habe ich hier einmal die Ladestation. Die kann man sich irgendwo fest hinstellen, einstecken und dann braucht man seinen Luftleiter später nur drauf machen und laden. Das Kabel, was hier dran ist, hat knapp 1,30 Meter Länge, habe ich eben nachgemessen, das passt soweit. Dann, was ich noch cool finde an dem Ding ist, wenn man das Kabel mal nicht mehr braucht, dann kann man den sich so in die Hand nehmen und dann hat das Ding eine Funktion wie eine Kabeltrommel. Das heißt, wenn wir hier vorne drehen, dann wickelt er sich hier hinten in dem Gehäuse das Kabel schön auf und ihr seht, irgendwann oben Schepper sind wir am Ende. Somit können wir den irgendwo richtig schön hinstellen, ohne dass das Kabel irgendwo im Weg hängt. Oder wenn wir es irgendwo mit hinnehmen, so passt es besser in irgendeine Tasche rein oder vielleicht sogar wieder hier ordentlich in diesen Schuber, der dabei ist. Und rausziehen kann man das Ganze genauso. Man muss einfach nur drehen und dann kann man sich den hier wieder so rausholen.
Dann ist natürlich auch klar, solltet ihr das Teil laden, wickelt das Kabel immer komplett ab. Ist wie mit einer Kabeltrommel, denkt an das Prinzip der Spule, das wird irgendwann heiß und dann fängt es an zu kokeln. Das wollen wir natürlich nicht, weil ich weiß jetzt nicht, wie viel Strom zieht der Akku sich hier aus der Station. Dann brauchen wir den, so wie er ist, nur nehmen, hier reinstellen. Und das Prinzip ist quasi wie beim Wasserkocher, sage ich jetzt mal. Hier haben wir unsere Kontakte, hier drinne den Gegenpart dazu und wie ich eben gesagt habe, stellen wir ihn drauf. Dann haben wir hier, ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann, da müsste ich mal irgendwas zum Verdunkeln holen. So, und ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen, da der Ring um die Ladestation, der wird als hell dunkel. Das heißt für uns, er lädt, sieht man natürlich im Hellen nicht so gut, aber im Dunkeln in der Wohnung oder so sieht man das bestimmt optimal. Aber ich werde das Gerät jetzt einmal laden lassen, das genau diese 2 Stunden. Wir haben es jetzt hier 12.53 Uhr. Also sagen wir mal 12.50 Uhr und um 13, 14.50 Uhr sehen wir uns dann wieder und gucken, ob das Gerät voll ist. 14.48 Uhr haben wir es jetzt. Es sind fast 2 Stunden rum und unser Akku ist voll. Das heißt sogar noch vor der Zeit, dass das Ganze jetzt 5 bis 10 Minuten vor diesen 2 Stunden ist, ist wahrscheinlich normal, weil wir haben ja immer so eine kleine Restkapazität im Akku. Und dass der Akku voll ist, erkennt man hier dran, hier unten der Ring. Der blinkt dann nicht mehr so wie eben, sondern er leuchtet wie in diesem Fall jetzt dauerhaft. Das ist dann für uns das Zeichen, Akku ist voll. Unser Gerät ist jetzt einsatzbereit. Wir können jetzt eigentlich loslegen und Feuer machen, sage ich mal. Aber vorher werden wir uns nochmal das Gerät im Detail angucken, wie die Verarbeitung ist. Das Grundgerät selber befindet sich hier unten aus Kunststoff, hat auch nirgendwo irgendwo scharfe Kanten oder unnormale Spaltmaße, wo ich jetzt sagen würde, für Plastik sieht das bescheiden aus. Also das ist hier untenrum sehr, sehr gut verarbeitet. Dann zum Akku haben wir hier einmal einen Knopf, da brauchen wir nur drauf drücken, dann können wir den ohne Probleme hinten rausziehen, beiseite stellen. Auch hier drinnen haben wir dann einmal hier unten diesen Metall-Bajonettverschluss, wo der Akku hier über diesen Pin, den er hier hat, einrastet. Auch das ist auch ohne scharfe Kanten einsetzen. Braucht man auch nur reinmachen, Knopf drücken und dann rastet er ein. Der Akku selber hat hier vorne selbst nochmal ein Knöpfchen, das kann man drücken und man sieht dann alle 4 Balken leuchten auf. So weiß man ohne Ladestation, wie voll mein Akku noch ist. Dann im nächsten Gang haben wir hier einmal den An- und Ausschalter. Damit starten wir unser Gerät. Wenn wir das gemacht haben, kommt hier oben das Flammensymbol. Das müssen wir zuerst drücken, halten das Ganze dann an unser Brennmaterial und dann bläst er erstmal volle Pulle diese 650 Grad, die er kann, an Hitze an die Kohlen dran. Dann springt er automatisch um auf Gebläsefunktion 1, das sehen wir dann hier an den Balken. Dann bläst er dann für 1 Minute in dieser schwachen Stufe weiter. Und im nächsten Gang, wenn die Minute rum ist, das sehen wir aber wie gesagt im Detail gleich noch, steigt er dann auf volle Pullegebläse. Das heißt, da haben wir dann so einen richtigen Boost und können unsere Glut richtig entfachen. Hier vorne haben wir dann noch unseren Hitzeschild, der, wie ich ja eben schon mal gesagt habe, wechselbar ist. Auch der ist tipptopp verarbeitet, hat keine Kanten, wo man sich dran schneiden oder verletzen kann. Auch der Bajonettverschluss hier, der hält super. Hier ist das Grundgerät, also unter unser Gebläse, erinnert quasi an einen Heißluftföhn oder es ist ein Heißluftföhn. Alles in allem ist das hier so ein richtig schickes Gerät. Liegt auch super in der Hand, auch wenn man denken könnte, hinten der Akku, der bringt ja an sich schon hohes Eigengewicht mit, zieht das Ganze so ein bisschen runter, dem ist aber nicht so. Wenn ich das jetzt so halte, hier ist das wirklich perfekt austariert, auch wenn man den dann so nutzt. Der liegt wirklich bombig in der Hand, ist auch gar nicht so schwer. Und wenn man den Akku mal abmacht, dann sieht man sogar, wenn ich es jetzt so halten würde, kippt da vorne, also hier über das Gewicht, über. Also der ist wirklich bombastisch austariert. Das war aber bisher jetzt nur alles grobe Theorie. Jetzt muss er sich beweisen. Wir werden an die Grills gehen und ihn mal ausgiebig testen. Am Grill angekommen, hier habe ich so einen Kohlekorb mit so ein paar Greek Fire Kohlen gefüllt. Wir werden den Luftleiter X jetzt erstmal anschalten. An ist er, jetzt nehmen wir ihn, Feuertaste an. Meine Frau wird im Hintergrund die Zeit stoppen, wie lange es dauert, bis sie an sind. Dann gehen wir hier dicht dran, drücken uns die Heiztaste. Dann müssen wir ganz nah ans Brenngut dran, weil darüber entzündet er das. Und wenn er gleich umschaltet nach 15 Sekunden auf diese etwas wie jetzt, diese Gebläsefunktion, auch da bleiben wir noch dran, bis es anfängt zu funken. Und dann gucken wir mal, wie lange das dauert.
Und man sieht schon, es funkt schon. Und jetzt bläst er, wie gesagt, diese Hitze eine Minute lang rein. Und dann stellt er um auf Kaltgebläse und dann brauchen wir nur noch so lange reinpusten, bis wir die gut haben, wie wir sie haben wollen. Ich weiß gar nicht, es funkt jetzt. Wie viel Zeit haben wir? 55 Sekunden. So, jetzt schaltet er um nach der Minute. Und jetzt gehen wir ein Stück zurück. Ihr seht, die glühen. Und jetzt halten wir einfach nur noch auf diese Entfernung da dran, bis wir unsere Glut so haben, wie wir sie brauchen. So, jetzt haben wir fast 3 Minuten rum. Ihr seht, die Kohlen sind an. Wenn ich jetzt also weitermache, ist unser Glutnest ratzfatz da. Ich denke mal, nach 5 Minuten ist das so, wie wir es haben wollen. Ich wollte das jetzt nur zum Testen machen, ist natürlich klar. Ich mache es jetzt wieder aus und dann machen wir den nächsten Test mit Holzkohle. Dasselbe Spektakel machen wir jetzt nochmal mit Holzkohle. Angeschaltet ist er. Hier haben wir unsere Flamme, die machen wir an. Dann halten wir ihn dran. Warten, bis Funkenflug kommt und er umschaltet auf dieses stärkere Gebläse. Man sieht, es glüht. So, und jetzt auf Vollgas. Das hat jetzt nicht mal eine Minute gedauert. Liegt aber daran, weil es Holzkohle ist. Bei Holzkohle geht das generell schneller als bei den Briketts. Was mir jetzt wirklich schon positiv auffällt, ist das Kabel. Man kann hier in alle Himmelsrichtungen, also das Kabel, was er nicht hat, man kann hier in alle Himmelsrichtungen hin und her schwenken, wie man will, ohne dass man halt irgendwo hängen bleibt. Also das ist schon mal richtig, richtig geil, dass er wirklich dieses Kabel nicht hat. Aber wie man sieht, auch das funktioniert hervorragend. Mehr will ich auch gar nicht machen, weil, wie gesagt, ich brauche die Kohle nicht. Das ist jetzt nur zum Testen. Angehen sie ohne Probleme. Wenn ich jetzt hier noch so 5 Minuten weiterballern würde, dann wäre die Kohle durch. Also hat er das auch schon mal super hinbekommen. Die 2 Tests hat er jetzt mit Bravour gemeistert. Einmal die Holzkohle. Ging recht schnell. Selbst die Greek Fire Kohlen hat er angekriegt ohne Probleme. Dann interessiert mich aber jetzt, kriegt er wirklich Holz an? Dazu machen wir uns mit dem Gerät runter an die Feuerplatte und da testen wir jetzt mal, ob wir damit auch Holz ankriegen. Dann selbe Vorgehensweise wie bei den Kohlen. Heizstufe an. Jetzt Heizstufe an, dicht ranhalten. Ihr seht, es fängt auch schon an zu qualmen. Jetzt kommt die nächste Stufe. Qualm steigt richtig doll auf. So, jetzt seht ihr, es hat gezündet.
und feuerfrei unsere Holzscheite brennen. Also auch das hat jetzt wunderbar geklappt, hätte ich jetzt so nicht für möglich gehalten. Jetzt warten wir noch die nächste Brennstufe ab, wo er mehr Gas gibt. Seht ihr, die kommt jetzt. Und schon ratzfatz hat man hier sein Feuer in der Tonne. Also das hätte ich jetzt absolut nicht für möglich gehalten. Das ist ja richtig geil. Ich glaube, mehr braucht es dann auch nicht. Es brennt und Test bestanden. Hammergeil. Mittlerweile sind ein paar Tage vergangen. Ich habe den Loofleiter X noch ein wenig getestet. In unseren Tests habt ihr gesehen, Briketts anstecken, absolut kein Problem. Holzkohle auch nicht. Was mich am meisten begeistert hat, ist, dass man damit selbst so ein Holzfeuer anbekommt. Sprich, mit so kleinen Holzstücken dann doch so ein Feuer zünden kann. Hätte ich jetzt so nicht für möglich gehalten, aber es hat funktioniert. Somit ist das ein richtig tolles Gerät. Man spart sich also quasi komplett diese ganzen Anzündhilfen, die es gibt, hat man alles hier in einem Gerät. Dann, was ich noch sehr toll finde, ist, dass das Gerät akkugebunden ist und wir somit keine Steckdose brauchen, wenn wir das irgendwo hier im Garten oder im Outdoor-Bereich nutzen. Komplett mega. Dann zur Akkulaufzeit. Angegeben wurde er mit 15 Starts, die man durchführen kann. Das hat bei mir jetzt leider nicht geklappt. Das ist auch der einzigste Negativpunkt, den ich zu dem Gerät habe. Bei mir war nach 13 Mal Schluss. Aber vielleicht hat der Akku, weil er das erste Mal geladen ist, noch nicht seine komplette Kapazität erreicht. Und ich denke mal, das ist auch abhängig, wie lange man das Gebläse bei irgendeinem Zündvorgang nutzt. Also ist das, denke ich mal, komplett legitim, wenn man diese 15 Vorgänge mal schafft und vielleicht auch mal nicht. Zum Gerät selber kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der noch keinen Loofleiter hat, sich aber einen kaufen möchte, dann am besten gleich hier diese Akku-Variante, weil das störende Kabel hat man nicht. Und ja, ich bin, wie gesagt, schwer begeistert von dem Gerät. Und zur Verarbeitung, die ist auch spitzenmäßig, sollte in diesem Preissegment, denke ich mal, auch so sein. Die Ladefunktion, dass man überall gekennzeichnet hat, hier an dem Ring, wann er voll ist und wie lange er lädt. Man kann gucken, hier, wie voll ist der Akku. Hier ist er zurzeit gerade noch voll. Dann an der Ladestation selber finde ich toll, dass man das Kabel wie eine Kabeltrommel hier so aufwickeln kann. So hat man dann halt das Teil immer schön verstaubar, ohne dass da Kabel rumhängt oder sonstiges. Dann noch ein geiles Gadget ist hier oben, dass wir unseren Hitzeschild tauschen können, falls wir den dann doch mal anschröggeln. War ja bei dem Vorgänger oder bei dem kabelgebundenen nicht möglich. Das heißt, wenn man zu nah an der Flamme war, hat man kurz nicht aufgepasst, ist das Ding hier oben schön weggeschröggelt. Hier haben sie diesmal mitgedacht und sich gedacht, wir machen einen, den man tauschen kann. Finde ich auch spitzenmäßig. Damit wären wir dann für heute auch schon wieder durch. Ich hoffe, diese kleine Produktvorstellung mit Test hat euch gefallen. Ein großer Dank geht jetzt auch raus an die ofenseite.com, die mir ermöglicht haben, dieses Produkt zu testen. Alle Infos findet ihr natürlich zu dem Gerät unten in der Videobeschreibung, wo ihr das bekommt. Dann auch den Link zur ofenseite.com. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, ob es jetzt auf der Internetseite ist oder auf Facebook. Denn solche Produkttests machen die regelmäßig. Vielleicht sucht ja der eine oder andere einen Test zu einem Produkt und die haben den vielleicht bei sich auf der Seite. Also da gerne mal vorbeischauen. Dann hat euch das Video gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, dann auch über einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt ihr das jetzt gerne irgendwo hier oben nachholen. Aktiviert dann auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael, macht's gut. Ciao.